Max, willkommen zu einer neuen Folge von Airbnb Motor TV. Ich wollte euch heute mal den neuen LS2 Motocross-Helm zeigen. Es ist der LS2 MX456. Preislich angesiedelt um die 200 Euro. Hier haben wir den in einem schwarz-weiß-Titan-Dekor. Das wichtige Dekor nennt sich Factory Schwarz-Weiß-Titan. Es ist ein sehr leichter Motocross-Helm. Der wiegt gerade mal 1250 Gramm. Wird in zwei Schalen hergestellt. Die erste Schalengröße ist von Größe XS bis M, wiegt 1250 Gramm. Und die nächstgrößere Schalengröße, der von Größe L bis XL, wiegt dann 1350 Gramm. Die Schale ist aus Fiberglas hergestellt. Fiberglas ist ein sehr sicheres Material. Der Helm verfügt über das LS2 R-Pumpsystem. Sehr schön zu sehen hier. Hier wird der Helm aufgepumpt, beziehungsweise die Wangenpolster werden aufgepumpt. Das ist natürlich sehr gut, wenn man gerade beim Motocrossfahren viel Dreck auf dem Schirm hat, dann drückt das Gewicht den Helm nach unten. Dann kann man ihn ganz einfach aufpumpen, hat somit mehr Halt und Druck an den Wangen. Um die Luft wieder rauszulassen, einfach hier drauf drücken, man merkt auch, wie die Luft direkt rausgeht. Ja. Verschlossen wird der Motocrosshelm natürlich mit einem Doppel-D-Ring-Verschluss. Einfach hier die rote Lasche ziehen, um es rauszuholen. Auch sehr schön rausgearbeitet ist das LS2-Logo hier auf dem Kinnriemen. Am unteren Teil des Helmes, dieser ist auch sehr leicht abwaschbar. Das Innenfutter ist zweifarbig, sehr schön, angenehm auf der Haut, antibakteriell. Und selbstverständlich kann es auch rausgenommen und gewaschen werden. Um es rauszunehmen, einfach die Wangenpolster rausziehen. Einmal, zweimal. Sehr schön zu sehen ist auch hier diese Öffnung, das ist vom Airpump-System. Die Luft geht direkt durch diese Öffnung durch, über das Ventil in die Wangenpolster rein und pumpt dann das Polster auf. Um den oberen Teil des Innenpolsters rauszuholen, einfach hier vorne das Gummi rausziehen, dann das Futter nach innen, einmal nach oben durch. Hinten sind zwei Druckknöpfe und schon ist das Innenfutter rausgenommen. Das Innenfutter ist waschbar und sehr, trocknet auch sehr schnell, angenehm auf der Haut und antibakteriell. Wir können es auch ganz schnell und kompliziert wieder einbauen. Dazu einfach das Innenfutter wieder reinlegen. Vorne die Gummis wieder einfädeln. Ja. So. Leicht dran drücken. Und hinten die zwei Druckknöpfe, links und rechts, die Wangenpolster. Wichtig ist bei den Wangenpolstern, dass man die wieder auch in die Schächte für die Belüftung von dem Pumpsystem reinpackt. Das heißt, diesen Stopfen schön hier reindrücken. Man merkt auch richtig, wie sich dieser Stopfen festzieht. Dann ganz einfach die Druckknöpfe wieder reinmachen. Man hört es auch gleich klicken, wenn es funktioniert hat. Eine Seite. Auf der zweiten Seite ist genau dasselbe, wieder den Stopfen auf die Öffnung von dem Pumpsystem. Druckknopf 1, 2 und 3 und schon ist das Innenpolster gewechselt. Der Helm selber verfügt auch über viele gute Belüftungen. Einmal der vordere Kinnbereich, dann der seitliche Bereich des Kinns. Auch schön ist hier oben unter dem Schirm. Das ist hier und hier. Die Abluft bzw. die Entlüftung funktioniert über die beiden hinteren Schächte, das ist einmal hier und einmal hier. Das LS2-Logo ist überlackiert, das heißt, es ist kein einfacher Aufkleber oder so, es ist wirklich auch lackiert auf dem Helm. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Helm, meldet euch einfach unter der 0221 168 24536 oder am Service@rbnmotor.de.